Zurzeit bin ich zu Besuch bei meinen Eltern. Als ich heute Morgen aus dem Fenster meines alten Kinderzimmers sah, war das die Aussicht. Was daran besonders ist, fangen wir früher an. Oberhausen-Rheinhausen, vor allem der Ortsteil Rheinhausen, ist ein kleiner, beschaulicher Ort. Er liegt direkt am Rhein, ist Brutstätte von unzähligen Störchen, Standort einer Poststation aus dem 15. Jahrhundert und, vor allen Dingen, die ersten 18 Jahre meines Lebens meine Heimat. Doch Rheinhausen ist mehr als ein kleines Dorf wie jedes andere auch. Es hat beeindruckende Nachbarn, wird überragt von zwei gewaltigen Türmen. Das AKW Philipsburg, prägender Bezugspunkt einer ganzen Region. Wenn Kinder Schornsteine von Fabriken sehen, behaupten sie oft, dort würden Wolken hergestellt werden. Erwachsene tun dies meist als Blödsinn ab, doch im Falle unseres Atomkraftwerks ist dieser Gedanke völlig richtig. Hier entstanden Wolken aus Wasserdampf, zogen über uns hinweg und verflogen. Das ist vorbei, schon seit einigen Jahren. Das AKW ist vom Netz. Doch die beiden gewaltigen Türme sind noch immer die stillen Wächter unseres kleinen Dorfes. Ich hatte nie eine Meinung darüber, ob ich die Türme mag oder nicht. Lange Zeit war ich mir nicht einmal darüber bewusst, dass man dazu eine Meinung haben kann. Sie waren einfach da. Ein Teil meiner Heimat, ein Bezugspunkt wie ein Berg oder ein Hochhaus. Der Blick nach draußen beinhaltet zwei Kühltürme. Die Landschaft um uns herum beinhaltet zwei Kühltürme. Der Weg nach Hause führt zu den zwei Kühltürmen. Seit ein paar Jahren studiere ich in Hessen. Doch jedes Mal, wenn ich heimkomme, sehe ich die Türme. Und zwar schon, wenn ich die A5 in Waldorf verlasse. Freunden von außerhalb sagt man nicht nur, man wohnt in Oberhausen-Rheinhausen, der Nähe von Karlsruhe, von Heidelberg und irgendwie auch von Mannheim, gegenüber von Speyer, irgendwo am Rhein. Man sagt, kennst du die beiden Türme? Sagt dir das AKW Philipsburg etwas? Und den meisten ist das eher ein Begriff als die ungefähre Beschreibung der Lage. Dort, wo die Türme stehen, dort wohne ich, ist eine Aussage, die sich auf vielen Bergen und Erhöhungen in der Region treffen lässt. Man blickt ins Tal und man sieht diese beiden gewaltigen Monumente. Das ist ab jetzt Geschichte. Die Kühltürme stehen nicht mehr. Aufgrund der Corona-Krise gab man keinen genauen Termin für die Sprengung bekannt. Man wollte Menschenansammlungen vermeiden und teilte nur ein grobes Zeitfenster mit. 48 Stunden, in denen es jederzeit passieren konnte. Doch ab einer gewissen Größenordnung kann man Dinge nur noch schwer geheim halten. Schon gar nicht, wenn diese Dinge jeweils 150 Meter hoch sind. Die Gerüchteküche brodelte und sie schien immer verlässlicher. So standen wir also morgens um kurz nach 6 auf dem Feld, einen letzten Blick auf die beiden Türme gerichtet. Etwa 30 Leute waren hier und warteten auf den großen Knall. Alle mit Abstand zueinander, aber vereint in der Sache. Und dann war es soweit. Das ist also die neue Aussicht aus dem Dachfenster meines alten Kinderzimmers. Idyllisch, Natur, ein Tennisplatz und eine Sporthalle. Die wird übrigens auch bald abgerissen, der Neubau ist fast fertig. Veränderung ist unaufhaltsam. Unsere Heimat wird über neue Dinge definiert werden. Und auch wenn in ein paar Jahren niemand mehr über die Kühltürme spricht, werden sie doch Teil einer kollektiven Erinnerung bleiben. Und in diesem Sinne, macht's gut, ihr beiden stillen Riesen, ihr Wolkenmaschinen. Ich persönlich werde euren Anblick vermissen, nicht unbedingt, weil ich ihn mochte, sondern weil er so vertraut war.